Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinen Kanal als Reiter. Wir sind in Folge Nummer 45 von Voxel Tycoon. Wir haben letztes Mal hier am Bahnhof gearbeitet, haben den ein bisschen optimiert, damit die Züge jetzt hier rein und rausfahren können. Und was noch fehlt, ist jetzt noch ein Erzzug, weil wir den noch kaputt gefahren hatten. Den müssen wir jetzt nach dem Intro gleich machen. Sieht so aus, als ob das hier erstmal alles klappt, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, die fahren hier wunderbar rein und jetzt müssen wir schauen, dass wir noch einen Erzzug haben, den wir hier kaufen können. In der Hoffnung, dass wir das Geld dafür haben. So, der kostet 187, ja, das klappt wohl. So, dann müssen wir hier noch Erzanhänger dafür haben. Das sind hier die Rungenwagen, ne, Pritschenwagen heißen sie hier. Das ist Sand. Ja, dann bleibt uns nur das über, ne? Ah, warte, ich wollte Steuerung drücken und nicht Shift, dann kann man, glaube ich, mehrere dazu kriegen, oder? War das nicht so? War wohl ein anderes Spiel, wo das war, ne? Vier, warte mal, wie viel sind dran? Fünf. Und noch einen dann. Drei, vier, fünf. Der kostet uns 277.000, haben wir, kein Problem. Und dann muss der nur auf irgendeine Linie, die dann da heißt, ja, gute Frage. Kann ich den sehen? Güter zu Eisenerz nach Zug Gefräß Abzweig. Eisenerz zu Gefräß Abzweig. Eisenerz zu Gefräß Abzweig, das ist richtig. Details. Und das war definitiv ja hier das hier, ne? Eisenerz haben wir von gesprochen, in der Hoffnung, dass dem auch so ist. Alternativen hätten wir, indem wir gerade gucken, weil die LKWs hier vom Hof fahren, ohne dass was drauf ist, ne? Der ist jetzt weggefahren, ohne was. Ne, doch, der hat was, aber was war das? Da war nur einer drauf. Eisenbarren wahrscheinlich. Gut, das heißt, den letzten machen wir tatsächlich hier mit Eisenbarren. Und dann lassen wir den Zug fahren und hoffen, dass der dann, ne, Fahrzeug folgen, da fährt er und hoffen, dass der da ankommt, ne. Okay, jetzt muss der da warten, weil mit der andere da reinfahren kann. Aber das klappt alles, oder? Nee, klappt nicht so ganz. Es steht wieder irgendwo, wer auf dem Schlauch. Ja, den mach mal zu. Der kann nicht fahren, weil der hier noch im Weg steht wahrscheinlich. Das bedeutet, wir brauchen noch mal gerade ein Signal. Vorsignal, ne, Hauptsignal können wir daraus machen. Ja, da können wir das eine gleich wieder wegnehmen, weil wir da einen Fehler drin haben. So, jetzt steht der da und der kann da nicht fahren, weil der nicht da fahren kann. Oh. Tja, der hätte hier noch stehen müssen erst. Dann hätte es vielleicht geklappt. Jetzt müssen wir ganz genau überlegen, wie wir das hinkriegen, dass die dann weiterfahren können. Er wollte sowieso geradeaus. Er kann nicht weiter nach da, weil hier das Signal wahrscheinlich auch nicht weiter vorgerückt werden kann, oder? Können wir da noch was? Ein kleines Stückchen würde noch gehen. Er fährt dann auch tatsächlich einen Millimeter vor. Jetzt müssen wir gerade noch schauen, dass wir diesen Abschnitt vielleicht noch kleiner kriegen. Ne, leider nicht. Geht hier noch was? Ne. Da geht nichts. Er müsste eigentlich dahin fahren, aber dadurch, dass das ein Vorsignal ist, geht das nicht. Kann man hier noch ein Signal zwischenstellen? Nein, kann man auch nicht. Hier geht auch nichts. Er fährt nicht weiter, weil der da schon drin ist. Und das liegt daran, dass wir hier keinen Abschnitt hatten, ne? Ja. Wie kriegen wir das jetzt am besten hin? Ich glaube, wir könnten versuchen, hier noch ein Signal hinzustellen. Aber dann fährt er nur bis da. Doch, er fährt bis dahin. Leider reicht das gerade wieder nicht.
Vielleicht reicht das. Ja, dann haben wir den Knoten aufgelöst vielleicht. Ja. Könnte jetzt wieder laufen, oder? Wollen wir hoffen. Das war ja auch nur, weil der da nicht durchkam, ne, oder? Gut, der fährt auf jeden Fall, der hat auch schon Ware drauf. Er fährt auch rein, obwohl da einer drin ist. Das ist alles gut sozusagen. Ja, die sind gekommen, die Eisenbarren werden hier auch abgeholt. Zurzeit sehe ich auch nicht, dass einer zurückkommt mit noch Ladung. Sieht so aus, als ob das da passt. Hier wird wohl angeliefert, ne? Zwar schlecht, aber wird da wirklich angeliefert? Gute Frage, ne, lass mal offen und Logistik. Da fährt da einer hin, ist dann die Frage. Hier fährt einer hin und was bringt Fahrzeug dahin? Ja, die Holzbahn passt eigentlich. Gut, wird nicht oft sein, aber er fährt. Fahrzeug ist unrentabel. Ja, da muss man, glaube ich, mal hier die Pause drücken für Fahrzeug ist unrentabel und dann dahin springen. Dann könnte man sehen, dass hier hinter sich irgendwo einer verbirgt. Der da. Und der fährt dahin. Gefräß halt. Okay, der lädt da oder könnte da laden und in Heubach würde er ausladen. Heubach ist da und Heubach nimmt das dafür an. Und die sind aber schon ja, schlecht bestückt. Aber geht erst. So, jetzt müsste man weiter gucken, mal durchforsten hier. Ja, das ist ja der, den wir gerade hatten, ne? Müsste man den LKW angucken? Ne, der ist das zum Beispiel auch gar nicht. Steht da nur einer unter der Brücke? Ne. Der ist es auch nicht. Ah, dann ist es der, ne? Ja. Der hat aber schon Holzbretter da drauf. Jetzt ist nur die Frage, wo er nochmal hinfährt. Da hat er sie geholt wohl und bringt sie nach da. Und hier gibt es hoffentlich ein Dingens. Ein Forschungs... Labor, welches Bretter braucht? Nö, braucht keiner Bretter. Ich schätze mal, der fährt dann hin und her, ne? Dann machen wir gerade Folgen und wir gucken das mal an. Wahrscheinlich fährt die Bretter durch die Gegend, ohne da Geld einzunehmen, ne? Schauen wir mal gerade. Vielleicht habe ich was übersehen, aber ich glaube nicht, oder? Er fährt da lang. Ja, und fährt mit den Brettern wieder weg. Gut, das bedeutet, wir müssen jetzt schauen, wo wir diese Bretter hinkriegen. Hier sehe ich jetzt keine, die Bretter brauchen. Da ist auch ein Fahrzeug unrentabel. Wie war das denn hier oben bei dem? Waren das Bretter? Hier war doch irgendwas. Ne, da müssen wir da links und dann da hoch. Da wird Sand geholt und hier werden Bretter gebraucht. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir den woanders drauf. Übig, Warenbrück, Holzbretter, übrig, Warenbrück, dahin. Dann fährt er jetzt dahin. So, jetzt hier wieder Fahrzeuge, die unrentabel sind. Warte, Pause. Anklicken. Möbelhaus. Okay. Ja, Möbel haben wir nicht. Geht leider bankrott. Hatten wir den jetzt schon? Oder war das auch? Das war auch so ein unrentabler hier, ne? Das Südost war da und das andere war da. Das waren die Forschung, genau. Das heißt, wir können den auch hier nach übrig da sonst wohin schicken. Gut, Pause raus, kann weiterlaufen. Fahrzeug ist wieder unrentabel. Warte, Fahrzeug unrentabel bist du doch, ne? Ja. Gefräßabzweig, da würde er das holen und bringt es nach da. Und das, was ist da? Da sind Eisenbarren, das ist die falsche Ware, weil es da kein Eisenbarren mehr gibt. Aber das können wir ganz schnell in Eisenerz ändern, weil das gibt's da und dann fährst du trotzdem dahin. Gut. Dann optimieren wir das Ganze gerade.
Was wäre der? Der ist richtig. Was wäre der? Der ist richtig. Unternehmen ging bankrott. Ich weiß nicht, was es war, aber wahrscheinlich etwas, was wir nicht haben. Hier so genauso, ne? Glasscheibe haben wir nicht. Oh, hier ist aber Sand, das haben wir aber. Und wer liefert an? Keiner. Wo war denn der Sandzug? Der fuhr doch auch hier irgendwo rum, ne? Der kommt von da und fährt wo lang? Hatten wir den nicht da hinten irgendwo? Ja, da haben wir den. Welches Abzweig ist hier, fährt er hin? Ach so, er fährt hier hinten rum. Hat ein bisschen... Und der andere, wo ist der? Der ist hier. Da sind auch so Sachen, ne? Was ist das? Vakuumröhren brauchen die. Aber hier durch diesen Knoten kriegen wir jetzt hier keine Züge durch, oder? Die warten ja schon alle, ne? Schwierig, ganz schwierig. Also wir müssten mit dem Zug hier durch. Und hier, na, da ist ja schon der Gleis dann. Eigentlich ist es hier richtig, ne? Sollten wir das doch mal probieren? Vielleicht kriegen wir das ja hier hin. Brücke. Ne, lass mal erst Stationen machen. Güterbahnhof. Und den würde ich jetzt drehen. Ich würde sagen, fahr mal hier hin. Hier wäre schon mal gut, ne? Ja, machen wir. Die Station kann dann weg. Dann brauchen wir Gleis. Machen wir erstmal so und dann hier rüber, oder? Wieso snappt er da nicht rein? Boah, was ist das denn jetzt? So ist richtig, ne? Wir machen mal hier ein Signal hin. Und da machen wir auch ein Signal hin. Und das passt dann erstmal. Hier war ja nur Durchgangsgleis bis dato. Und das ist erstmal gut. Das war die Industrie, die wir beliefern wollen. Den Zug macht zu, den brauchen wir nicht. Wir haben 845.000, das heißt, wir können uns hier einen Zug leisten. Der braucht dann aber Sandanhänger. Wie viel liefert der? 12 Tonnen und der 7 Tonnen. Das heißt, der ist schon der Richtige. Und 5. Den kaufen wir. Und dann kriegt der eine Linie. Bearbeiten. Halt hinzufügen. Der muss jetzt hier oben hin, der Halt. Dann müssen wir auch noch Ausweiche machen. Hier laden. Ruhig voll. Und Halt hinzufügen. Wo war das jetzt? Hier. Entladen. Speichern als. Sand zu Heubach Halt. Okay. Und, also das ist der und der, da müssen wir jetzt mal gucken, dass er da hinfahren kann. Da sind wir schon irgendwie vorbei an unserem, wo fährt der? Der fährt gerade da lang, das heißt, wir können den jetzt gerade rauslassen, glaube. Sollte klappen, ne? Machen wir schneller. Der fährt jetzt da durch, hoffe ich. Weil jetzt steht der natürlich gerade da, aber jetzt fährt der da weiter. Müssen wir da noch eine Brücke bauen?
Müsste man mal überlegen, ne? Wo ist denn der andere jetzt? Der steht jetzt da. Das sind alles Vorsignale, die ich hier gebaut habe. Ich glaube, da ist was falsch, oder? Hier, das darf gar kein Vorsignal sein. Schmeiß das mal weg. Und baue da das richtige Signal hin. Also hier ein Vorsignal, das macht ja vielleicht Sinn. Oder hier. Aber da nicht. Weiß nicht, ist das auch ein Vorsignal? Ich glaube nicht, oder? Aha, das hat gut geklappt. Oh Mann. Da hätten wir jetzt eine Ausweiche haben müssen, ne? Aber wenigstens sind sie nicht zusammengeknallt. Das ist schon mal etwas. Ja. Das heißt, wir machen das mal hier so, dass wir hier erstmal ein Gleis bauen noch. Dann baue da nochmal ein Signalrad rein. Und da auch. Und hier muss ja auch so ein Ding hin. Und da muss auch so ein Ding hin. So, dann haben die das erstmal. Und den müssen wir jetzt hier mal gerade zurückschicken. Aktuellen Auftrag springen. Dreht er auf dem Ding? Ja, er dreht auf der Stelle. Das ist schon mal gut. Jetzt muss der nur weiter zurückfahren. Und wenn er hinter dem Signal ist, muss er wieder drehen. Und jetzt müssen wir nur gucken, hier darf keiner reinfahren. Das heißt, dieses Signal muss weg, ne? Vielleicht können wir hier das rumbauen. Dann, nee, klappt das nicht so richtig, oder? Boah, warum fährt der denn jetzt da lang? Der sollte doch da lang fahren, oder? Das war wohl nichts mit den Signalen hier, ne? Mehrfachmodus, ja. Wie geht das denn jetzt, bitteschön? Wieso fährt der da lang? Der muss doch da lang fahren. Aber so ein Signal ist kein Sperrsignal, oder wie ist das? Wenn der gewisse einfach verhindern, dass Züge in Besitz Blöcke anfangen, wegen Vorsicht eher wie ihr lest. Sie zeigen die gleiche Anzeige wie der nächste Block auf der Strecke und schützen gleichzeitig ihren eigenen. Sie haben ein Rot und Grün werden Blocks, aber auch Gelb. Das Komplexe ist auch stark auswirkend an 2W. Ja, das hört sich gut an, ne? Aber hier. Entherkelung sind einfach wenn er Züge in einem. Wieso ist der jetzt hier lang gefahren? Okay, da kann man schön größer und kleiner machen, sortieren nach. Habe ich denn jetzt wieder? Nein, ich habe keine falschen Signale genommen. Das bedeutet, ich kann den jetzt wieder zwar wegschicken, bringt mir aber nichts. Oh, das ist jetzt aber nervig, oder? Wenn ich die sehe, dann... Ja. Nochmal bauen. Das geht schon mal nicht.
So, das passt jetzt wohl, ne? Und jetzt bitte noch mal die richtigen Signale, ne? Für den sicheren Betrieb mehrerer Züge auf derselben Strecke und Signale unerlässlich. Sie unterteilen Gleisabschnitte in Blöcke und arbeiten nach dem Zugbewegung, um den besetzten Gleisen und die da Züge zu schützen. Wenn das durch eine Reihe von Loks geschützte Gleis besetzt ist, wechseln sie auf Rot und verhindern. Das weiß ich doch jetzt auch nicht hier. So, jetzt muss ich das hier so machen, oder? Und eigentlich so. Und jetzt sollte das eigentlich alles gut sein, oder? So. Jetzt schicken wir den nochmal zurück. Darf er jetzt nicht langfahren, weil da so ein tolles Signal steht. Das verstehst du jetzt wieder nicht, ne? Jetzt muss ich erst dieses Signal einmal abreißen, damit er da reinfahren kann. Fährt er jetzt da? Ja, er fährt. Oh, viel zu langsam alles, ey. So, der ist weg, jetzt kommt der andere hoffentlich gleich. Fahrzeug ist unrentabel. Wann kommt er denn? Ja, hast du falsch gemacht, ne? Ist klar. Fährt jetzt richtig, ja. Das war wohl zu früh umgeschaltet wahrscheinlich. Deswegen ging das nicht. So, dann müssen wir hier aber noch schnell ein Signal setzen, damit das klappt. Und jetzt hier bitte nicht auch wieder so falsch fahren, ne? Ja, diesmal ist es geschafft, ne? Gut. Ich glaube, das klappt dann jetzt vielleicht, oder? Ich hoffe es. So, jetzt müssten wir dann das auch mit dem Sand liefern schaffen, ne? Oder? Warum steht der da? Weil hier jetzt ja noch nicht die freie Fahrt ist, ne? Aber zwei Signale hier geht nicht, weil, ne? Würde nicht klappen. Okay, da, jetzt ist wieder langsamer, weil irgendeine Nachricht ist. Unternehmen ging bankrott. Steine, das ist echt ärgerlich, weil Steine hätten wir liefern können. Na, aber das sind gerade so viele Sachen, die ich alle nicht sehe. Das ist schon schwierig, ne? Steine. Obwohl, Steine werden noch hier geliefert, ne? Aber da hinten hin. Und das war hier, ne? Da war das. Okay, dann passte das nicht. Ist aber nicht schlimm, wenn sowas bankrott geht. Da kommen ja immer wieder neue und wir müssen uns um die kümmern, die da sind. Was ist das hier? Eisenplatten. Ne, die haben wir wahrscheinlich auch noch nicht. Okay, hier geht es jetzt auch schon wieder ums Eingemachte. Das heißt, wir müssen die Schließung verhindern, indem jetzt hier mal ein Zug ankommt. Da ist er schon. Okay, wenn die da erst rausfahren, dann geht das halt nicht besser. Der fährt durch, schafft er auch, sehr gut, und fährt jetzt hier rein und dann kriegt der das erste Mal Ware. Ja, sehr gut, 40 Tonnen oder was es auch immer für eine Maßeinheit ist und alles ist gut. Das wird nicht lange dauern, dann wird das da weg sein, das Zeichen. Okay, er fährt tatsächlich durch vor den anderen da. Und das wird hier schon, ist hier schon eine schwierige Linie, ne? Das Signal hatten wir da gesetzt, deswegen klappt das jetzt auch hier besser. Ja, hier fährt auch einer hin und bringt Sand, ne? Aber das ist rot, ne? Ist schrecklich, aber die haben hoffentlich eine Anlieferung. War natürlich jetzt auch ein Moment, wo wir da, ne? Warum steht der jetzt hier? Oh. Gute Frage, ne? Aber wir machen jetzt hier definitiv eine zweite Brücke hin. Bauen wir. So, das haben wir. Und jetzt muss hier noch ein Gleis hin. Das ist angeschlossen. Das muss hier noch weiter rum. Und
mache es tatsächlich bis hierhin und ziehe es dann da erst rüber. Weil ich glaube, dass das besser ist. So, das bedeutet hier Sonnensignal, da Sonnensignal. Jetzt kann der da nicht weiter, weil er da an der falschen Stelle wieder steht. Ah. So. Der muss hier lang. So, der muss jetzt nochmal drehen. Nächstes Ziel. Einmal bitte wegfahren. Okay, jetzt wird es kompliziert wahrscheinlich. Okay, der fährt nicht, weil der da steht. Der fährt nicht, weil das da steht. Wow. Jetzt müssen wir hier noch ein Signal setzen. Damit der weiter vorrückt, oder? Oh oh. Jetzt müssen wir dieses Vorsignal da erstmal noch mal wegreißen. Da war der Bagger. Und da muss ein normales Signal wenn hin, ne? So geht's jetzt, glaube. Oh, da steht schon der nächste, ey. Jetzt kommt der da auch an und der kann jetzt nicht weiterfahren, weil der nicht fährt, aber der fährt jetzt weiter. Dann. Sieht schwierig aus, aber ich glaube, wir kriegen das in den Griff und es läuft noch. Wer weiß, wann wir das erste Mal hier das Chaos hoch 10 haben. Also die sind jetzt hier schon mal mit schlecht glücklich. Das heißt, das ist, sag schon, aufgehoben. Oh, wir sind schon bei einer halben Stunde. Haben wir schon wieder gespielt ohne Ende, ne? Hier sieht es erstmal auch gut aus, glaube. Die können in beide Richtungen fahren. Wäre natürlich besser, wenn die hier... Kann man das machen? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir hier so rüberkommen. Sieht gerade nicht so aus. So wird's gehen. Wenn es so geht, können wir da nochmal Signale hinschmeißen. Dann wird es so aussehen, oder? Ich glaube, so ist gut. Ah, warte mal, da müssen wir hier noch ein Signal hinmachen, damit die auch von da nach da fahren. So sieht's gut aus. Die fahren jetzt den äußeren Weg und dann darüber, ne? Ja. Sehr, sehr gut. Ich glaube, so können wir es lassen. Die fahren alle, wir machen Geld, haben fast wieder 1 Million zusammen, Unternehmen gegen Bankrott, Steinziegel, die wir nicht hatten, alles ist gut. Würde ich sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal. Ich wollte hier nochmal gerade reingucken. Okay. Und nicht okay. Also die Steine müssen noch mehr werden. Die haben wir wahrscheinlich gar nicht unterwegs. Und hier müssen noch Eisenbahnen schneller hin. Aber warte mal, hier steht von 86 von 100, ja okay, läuft trotzdem. Bis dann, ciao.